Jo, Freunde, wir sind heute in den Heiligen Hallen von Greenetic. Neben mir ist Carsten. Hallo, Beni. Grüß dich. Ja, wir zeigen euch jetzt ein bisschen was von Notruf 112. Bin ich überhaupt richtig auf der Kamera? Ja, bin ich. Und ja, dann würde ich mal sagen, starten wir. Kein großes Reden, einfach machen. Genau. Wir gucken uns heute so ein bisschen an, wie das Ganze mit den Schläuchen bei uns im Spiel gehandhabt wird. Und dazu haben wir jetzt hier eine kleine Testszene, die jetzt so ein bisschen losgelöst von dem eigentlichen Spiel ist, wo man sich halt angucken kann, wie generell es funktioniert, wie die KI mit den Schläuchen umgeht, wie sie was anschließt und wie das Ganze halt aussieht. Dabei sei nochmal gesagt, das ist auch noch nicht final. Es fehlen noch ein paar Animationen, es fehlen noch ein paar Items, zum Beispiel die Schlauchtragekörbe, wenn die ausgepackt sind und dann so ein Schlauchhaufen und sowas. Das muss alles noch ein bisschen implementiert werden, aber im Prinzip läuft es schon ganz grob durch und wie gesagt, ich starte einfach mal den Einsatz. Was haben wir hier jetzt für einen Einsatz? Jetzt haben wir einfach einen brennenden Müllcontainer. Jetzt geht es einfach darum, dass an dem TLF jetzt die Löschwasserversorgung halt hergestellt wird. Normalerweise würden sie ja das Schnelllöschsystem nutzen, aber in diesem Fall halt bauen sie eine kleine Wasserversorgung auf. Also B-Schlauch, C-Schlauch schließen sie jetzt an. Ich erzähle einfach so ein bisschen, was da noch kommt. Also in diesem Fall würde eigentlich noch ein Sammelstück dazwischen kommen. Hier stellt die KI jetzt gerade. Also ich muss sagen, das spielt jetzt alles die KI. Ich mache gar nichts. Wir machen gar nichts. Magic. Und genau, die KI schließt jetzt halt die Schläuche an, hat den Verteiler platziert. Das ist auch eine große Herausforderung, wo wir schon relativ weit sind, aber wo wir auch noch ein bisschen was zu tun haben, nämlich immer eine sinnvolle Position für den Verteiler zu finden. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das sogar das Privileg des Einsatzleiters vor Ort zu bestimmen, wo dieser Verteiler hinkommt. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ja, wir haben, wenn wir das in der Welt halt laufen lassen, passieren noch ganz lustige Sachen, dass ein Verteiler auch mal irgendwo im Sandkasten verschwindet oder irgendwo in der Mülltonne, weil die KI denkt, das wäre eine sinnvolle Position. Ich übernehme jetzt mal so ein bisschen und man kann ja jederzeit quasi der KI ins Handwerk pfuschen. Man sieht jetzt hier schon die unterschiedlichen Schlauchstärken. Und genau. Hier haben wir dann jetzt B-Schläuche, ne? Also hier hinten sind dann B-Schläuche und vorne ein C-Schlauch. Genau, richtig. Alles klar. Ich ziehe ihn jetzt mal ein bisschen hier lang. Und wie der Feuerwehrmann ja weiß, fehlt jetzt noch unser Rotstrahlrohr. Dieser Kringel, den bitte auch wegdenken, der gehört da jetzt nicht hin. Den brauchen wir hinterher, um dem Spieler gewisse Positionen zu markieren, damit er weiß, wo er ungefähr hinlaufen soll, damit er nicht gleich in so eine Gefahrenzone rennt. Na, jetzt schließen wir nochmal schnell das Rotstrahlrohr an. Genau. Und jetzt kann ich im Prinzip löschen. Natürlich dann mit PA. Da kann es jetzt auch in eine andere Sichtposition gehen, oder? Ist das unmöglich? Ah, genau. So sieht das dann aus. Auch das ist noch nicht ganz final, aber so, also ich habe diese Maske mal abfotografiert in der Aufbereitung. Und wir haben das dann so ein bisschen im Photoshop zerlegt, das muss noch so ein bisschen hübsch gemacht werden, aber im Prinzip so stellen wir uns das dann halt vor. Dann gibt es natürlich die obligatorischen Geräusche dazu. Ich glaube, momentan haben wir spaßeshalber einen Darth Vader Sound als Platzhalter noch eingebaut. Der kommt natürlich hinterher in der finalen Version raus, da machen wir noch extra Aufnahmen für. Ich muss sagen, von der Grafik her sieht das schon richtig geil aus, also diese Maske und so weiter, das habt ihr echt gut hinbekommen. Besser als meine Maske, die ich da gepinselt habe. Das sieht ja nicht so schön aus. Das Spannende jetzt hierbei ist, dass die KI bzw. das System schon weiß, wann jetzt eine legale Wasserverbindung zustande gekommen ist oder nicht. Also ich kann ja jetzt momentan löschen und die Pumpe zieht halt aus dem Standrohr halt das Wasser. Und wenn ich jetzt irgendwie mein Hohlstrahlrohr ablege und ich kappe mal hier die Verbindung, durch den Schlauch halt daneben. Da müsste ich ja theoretisch jetzt auch weiter löschen können, weil ich würde jetzt aus dem Tank löschen. Genau. Das funktioniert auch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an unser TLF gehe und jetzt hier die Verbindung kappe, das halt abnehme. Und ich jetzt sage löschen, kommt kein Wasser. Und so soll es natürlich auch sein. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, und das ist so die kleinste
ja, die kleinste Einheit, wie halt so eine Löschwasserverbindung halt hergestellt wird. Ne? Also jetzt an dem Sammelstück zum Beispiel, wenn wir jetzt noch einen Wohnungsbrand haben und wir haben jetzt Innen- und Außenangriff zum Beispiel, dann würde sich die DLK auch halt an dem Sammelstück mit Wasser versorgen, dann wird dann eine Löschwasserversorgung hergestellt. Das macht die KI dann alles automatisch. Das ist cool. Genau. So sieht es momentan halt aus. Ja, jetzt müssen wir den ganzen Schlauchgewiese hier auch noch eigentlich aufräumen. Das macht die KI eigentlich auch schon selbstständig. Ja, aber wie gesagt, das so ein bisschen mal aus dem Work in Progress unseres kleinen Produktes hier mal so ein bisschen rausgegriffen, um einfach mal zu den Leuten zu zeigen, wie das halt mit den Schläuchen generell funktioniert. Wie gesagt, da alles noch nicht ganz fertig, das war noch ein bisschen Polishing und Feintuning, aber so im Prinzip macht der Wasserdruck und der Schlauchdruck das dann. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Was meint ihr? Schreibt das mal unter das Video, wie ihr die derzeitigen Ergebnisse von Notruf 112 findet. Ich meine, dauert ja nicht mehr lange, dann kommt das Spiel auch schon raus. So ist das. Richtig. Aber als erstes solltet ihr am besten mal die Demo testen, weil die Demo bietet ja viele Vorteile. Zum Beispiel, du kannst ja sehen, ob dein PC damit kompatibel ist oder ob ihr euch jetzt einen neuen PC kaufen müsst. Muss natürlich nicht jeder machen, aber wenn ihr da jetzt so einen Windows 98er Rechner habt, ich glaube, darauf wird das nicht laufen. Wird eng, ja. Genau, ja. Jo Freunde, hier sehen wir dann noch im Anschluss, wie wir von dieser kleinen Empore aus löschen. Da sind wir jetzt die Treppe hochgegangen und hier seht ihr dann auch, dass man von verschiedenen Positionen löschen kann. Wir hatten das Video dann in eine Fragestunde umgewandelt. Und deswegen seht ihr dann jetzt nur noch hier einen kleinen Ausschnitt und das Video ist dann auch nach gut 7 Minuten zu Ende. Wenn ihr weitere Gameplays haben wollt von Notruf 112, dann lasst mal einen Daumen nach oben da und schreibt noch ein paar Fragen in die Kommentare, über die Carsten und ich das nächste Mal diskutieren können. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.